So, jetzt kommen wir wieder zur ersten größeren Entscheidung. Ich weiß es gar nicht. Let's go that way. We should be able to sneak under the bridge. What? No, it's way too high. Too risky. Ja, der Schisser wieder. I say we take that guy out. Take his car, cross the bridge. What are you crazy? Don't like heights, man, okay? So, in der letzten Aufgabe. Also ich bin dafür. In der letzten Aufgabe, die. In der letzten Aufgabe, in der letzten Aufnahme. Ich bin dafür, du reißt dich mal zusammen. Ja, in der letzten Aufnahme, die ja kaputt ist. Über die Unter. Sind wir über die Brücke und wir möchten jetzt einfach mal sehen, was passiert, wenn wir unten drunter durchgehen. Weil oben war jetzt auch nicht so spektakulär, ne? Wir sind da ganz langsam drüber gefahren, mussten dann Vollgas geben und sind direkt irgendwie in den Graben gestürzt und dann durften wir wieder rennen. Also. Ich glaube, ich hätte direkt Vollgas gegeben, aber wahrscheinlich wäre man dann direkt geschossen worden. Okay. Vollgas stand ja, ging ja erst, als es dann da stand. Also da war nicht viel zu machen, das war schon recht durchgeskriptet. So. Komm. Gucken mal, was passiert, wenn wir unten lang gehen. Mal schauen, ob es annähernd spektakulär ist. Ja, und ob die uns da sehen. Hä? Weil er Schiss hat, haut versucht mit abzuhauen. Ja, genau. Muss den Wehrmachts drücken. Was? Wehrmacht? Mehrmals so. Drücken. Was muss man jetzt machen? Ich schätze mal, schön vorsichtig hier an der Wand enden. Ach du Scheiße. Don't look down, Leo. Da hat er jetzt mit sich selbst geredet. Ja, ja. Don't look down. Oh Gott. Das sieht aber auch nicht sehr stabil aus hier, ne? Oh. Ach, da. Alter. Aneinander festgehalten beim Springen. Doch so ein bisschen Mirror's Edge-like. Das Rohr hält uns schon bei. Hast du gehört? Guck. Was hat er gesagt? Ich guck nicht nach unten. Oh nein, scheiße, ich guck doch nach unten. Ich guck auch direkt nach unten. Deckung. Was ist los? Helikopter. Ja. Ist aber neugierig, der Helikopter. Mhm. Ah. Okay, weiter geht's. That was close. Let's keep moving. Was? Was? Let's keep moving. Ja, wohin denn? Hier ist noch ein bisschen Helium. Was mach ich denn mit dem Zeug hier? Mach mal irgendwas. Mhm. Achso, dran vorbeiklettern. Na toll, oh. Ach, du ahnst es nicht. You okay? Ging aber schnell. Und jetzt? Einen anderen Weg finden. Ach, schon wieder? Ich soll da oben drüber klettern jetzt, mit an der Leiter. Ernsthaft? Sieht so aus. Ach so. Ja, viel Spaß. Und du? Ja, geh weiter. Mhm. Du hast ja geübt, ne? Im Knast. Bisschen Muskelaufbau und so. Ja. Also links und rechts. Einfach mal von vorne gucken. Oh, oh, was passiert denn? Nein, er läuft zurück. Doch nicht von vorne gucken. Oh, guck mal, er macht hier nochmal ein paar extra Meter. Ja. So. Ja, und jetzt läuft. Macht die Tür auf und ich springe rüber. Oder so. Echt? Ich würde ja lieber da oben drüber klettern, aber. Ach du Scheiße. Was? Okay. Hier, nimm meine Hand. Uiuiui. Okay. Boah. Für den Lioma spannende Aktion gewesen, ne? Ja. Hat auch keiner kein Wort von sich gelassen. Oh shit. Steady. Go slow. I can do this. What is it? Come over here. Oh Gott. Quatschen da. Oh Gott, wir werden gesehen. Da oben. Yeah. You think they could have come that way and swam over the other side? Jetzt? Yeah, I don't think so. It's a really big drop and the currents in the water are too strong. Really? Trust me. I've been hiking up here for years.
Okay, dann haben die bestimmt gerade eben mich nur alleine gesehen, beziehungsweise was wahrgenommen und mich noch nicht komplett entdeckt. Quatschen? Let go, I got you. What are you waiting for? We need to do this together. Wieso kann ich hier quatschen? Keine Ahnung, was wir jetzt hier machen müssen. Ja, wir müssen erstmal gemeinsam hier rüber. Das erinnert mich an South Park, in die Szene mit Taui. Ach du Scheiße. Boah. Oh Gott. Okay. So macht man das also. Hast du das jetzt gemerkt? Falls wir irgendwann mal in so eine Situation kommen? Damn, it's locked. Na toll. Let's see if we can use something. Ja, warte mal, hier so ist ein... Kein Schlüssel. Oh, das ist eine Axt. This is the way out. We should be able to break this lock. Oh, mach nicht so einen Krach. Ich hab eine Axt, sehr gut. Ich nehme den Feuerlöscher. Ja, ah, hatte ich da auch gedacht. Also, Axt geht schneller. Behalt ihr gleich mal die Axt. Ja, na, klar, schnell weg. Stell zur Seite. Also sagen wir mal so, die Autofahrt über die Brücke ging auf jeden Fall schneller. Ja, es ging auf jeden Fall. War nicht weniger spannend. Trotzdem spannend gewesen mit dem Sprungaktion, mit der Sprungaktion von dir. Mann, Mann, Mann. Und immer durch den Schlamm. Brauchst du Hilfe? Schaffst du es alleine? Ich kann dir helfen. Ja, komm rauf! Hä? Ne, er kann dir nicht helfen. Warte, ich erledige erstmal den Typen hier. Was muss ich drücken? Gar nichts muss ich drücken. Mach das schon voll allein. Was? Ich wusste doch, da stimmt was nicht. Du musst reagieren. Ich komme. Alter! Get over here now! Ja, ich kann nichts machen. End of the road, scumbag. Oh nein, er schießt mich jetzt. Ah, ich kann mit ihm reden. Ich komme. Alter. Oh. Ja. Na toll. Und wieder rennen. Das hat man auch schon mal mit den Hunden. Ja. Oh, was? Ui. Ich dachte schon. Geht hier ab. Jetzt aber los. Alter. Nach hinten blicken kann man hier nicht, okay. Da hat er dich aber gerade echt fast erwischt. Yeah. Das. Los. Diesmal er nicht. Out. Weg mit ihm. Wenn er zu spät kommt. Oh, was ist... Ach, du hast... Ich hab auf deinen Bildschirm geguckt. Hab ihn abgestürzt. Jetzt werde ich schon wieder gebildet. Okay, dann achte mal bei dir, dass du springst. Dem Hund mal einen Kick gegeben. Hat mir ein bisschen leid. Okay, und... Go! Spring! Halt mich! Diesmal von der anderen Seite. Total boah, geil gemacht, auf jeden Fall. Wird aber schon ein bisschen wehgetan. So knallen, die Steine. Ja, aber es ist spannend, ne? Auch wenn er nicht so viele Aktionen hier machen muss. Sehr geil. Das ist wie so ein interaktiver Film halt mittendrin. Mhm. Jetzt lernen wir hier den Harvey kennen. Hey, just tell him, this is the deal. You either take it or don't. Got it? يا أخي هذا ما يقبل ينزل السعر. أنت لو تشتري لو لا. شيء غير معقول. Sein letztes Hemd hat keine Taschen. هذا لازم ينزل السعر. Was? Das ist ein kluger Spruch. Sagt man auch so, das letzte Hemd hat keine Taschen. Weiß auch nicht. Harvey, I need to talk to you. Wait. You got it? It's important. You need to hear this. Look, take the deal or stop wasting my time. Alright? Was für ein riesen Koffer für so einen Klunker. What's up? Leo busted out of prison.
What? I just got the call. Isn't he supposed to be dead? Our guy fucked up, got himself killed by the guard. Good for ja. Nothing, piece of shit. I'm sorry, boss. Wir müssen aufbrausen, look, Sean. You need to find him. Der Dicke, okay. Mit dem Messer. Yeah, but I'm not sure the men we have right now are my problem. You just need to find him. You got ja, der hat's nicht so ganz verstanden. Fuck how, just make it happen. Yes, boss. Wie der so Knast läuft. Yes, price down or no deal. Okay, no deal. Oh, oh. So, jetzt wissen wir schon mal, was das für ein Typ ist, der Harvey. Nur weil sie nicht auf den Kopf eingegangen sind. Ja. Deal or no deal. Jetzt sind wir wieder hier in der schönen Natur. Also so weit hat man schon gespielt, aber jetzt sind wir gleich an dem Punkt, wo wir aufgehört haben. Mussten, weil es abgeschmiert ist auch. Das sieht so schön aus hier. Witzig ist, dass wir gerade kurz vor 12 haben, also auch zu der Zeit, wo es gestern abgestürzt ist. Es könnte passieren, dass es gleich wieder an der gleichen Stelle abstürzt. Ich bin gespannt, was mein Provider für uns vorgesehen hat. Ach so, meinst du? I wouldn't say I miss it, but I definitely eat it. Yep. Anyway, let's head on. We should find something on the way. Man, I'd die for a burger. Well, I'll let you know if I find a burger joint. Yeah, you do that. Wir können ja auch einen Cut machen. Nächstes Mal hier weiterspielen. Ach, ganz kurz mal eben hier die Sachen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier wirklich gleich mal einen Cut. Aber das ist gerade echt so schön befreiend hier in der Natur. Aus dem grauen Knastgebäude raus. Weg von der Burg quasi. Ab in die Natur. Ich sehe einen Regenbogen da. Was? Von dem Wasserfall, von dem tatsächlich. Wasserdampf, cool. Ja. An was die das gedacht haben. Und kriegen wir das hin, dass der Splitscreen so in einem aussieht, als hätten wir zwei Screens? Einen kompletten Screen? Weiß ich nicht. Na, nicht hey, wie soll das denn gehen? Das kann ja nichts, kann ja nicht. Bewegt man die Maus nach links, genau, jetzt weiter nach hinten. Was? Ja, guck mal da runter. Und jetzt, warte, wo sind die Schnittpunkte? Ah, die Perspektiven sind ein bisschen verschoben, wa? Warte, die Bäume. Da ja, müsste man sich ganz nebeneinander stellen, oder was? Und dann überschneidet es sich. Geht nicht. Du hast direkt die Ansicht verzerrt. Oh, da wird einem komisch. Naja. Aber ja, guck mal, die Vögel, die da fliegen. Das ist eine schöne Stelle hier. Genau, ich finde, wir machen hier mit der schönen Aussicht, machen wir jetzt einen Cut und dann spielen wir beim nächsten Mal. Cool, sind sogar Schwarmvögel und einzelne Vögel, die da rumfliegen. Ja, bitte, beim nächsten Mal spielen wir hier weiter. Und ja. Ja. Und wir können jetzt schon sagen, es wird sehr interessant. Es ist so ein bisschen die Campingserinnerung aus damaligen Zeiten, kommen da wieder hoch. Ach ja, stimmt, wir hätten eigentlich auch unten am Lagerfeuer Cut machen können. Aber jetzt machen wir hier Cut, genau, wir haben ja noch... Ja, wir machen jetzt also, hier. Das ist doch ein schönes... Man findet gleich ein Lagerfeuer. So viel sei schon mal vorweggenommen, aber gut. Alles klar, dann sehen wir uns gleich nach dem Schnitt oder in der nächsten Folge. Und ich sag mal, danke fürs Zusehen und bis dahin. Gehabt euch wohl. Tschüss. Und damit willkommen zurück bei A Way Out. Wieder mit dabei der Stoiker und meine Wenigkeit. Und wir stehen hier, wo wir aufgehört haben. Und schauen uns... die schöne Landschaft an. Ja, wir hören schon das Wasser plätschern. Grüß Gott erstmal. Und ich würde sagen, wir stehen jetzt komm, in der Natur. Geht weiter hier. Ich folge dir. Deine Duftspur. Ja, also Deo, ne? So haben die auch nicht so, glaube ich. Nee, wir kommen auch nicht zum Waschen nach dieser ganzen heißen Verfolgungsjagd. Ja, aber weißt du, wie das ist, wenn man draußen ist in der Natur, da riecht man das nicht. Ja. Ganze stinken ja, wie ein Iltis, das ist dann egal. Ich guck gerade, wie die Windrichtung ist. Ich glaube, ich kann dir gefahrlos hinterherlaufen. Wundert mich, dass du immer noch das Hemd in der Hose hast. Hey Vincent, get over here, man. Ja. So, jetzt hier. Schön. Komm her, wir müssen einen Baumstamm aus dem Weg rollen, weil wir voll die Poser sind. Springen sonst über Stock und Stein und hier müssen wir genau, anstatt, Kräfte beweisen anstatt und einen Baum hochheben. Drüber zu hüpfen, nein.
Wait. Leo. There's a camp down there. Yeah. But it looks empty. Yeah. Aber es qualmt noch. Ja, ne? Das ist komisch. Let's check it out. Maybe there's something to eat there. Alright. Dass wir da jetzt einfach so hingehen? Also, wenn ich irgendwo ein qualmendes Feuer sehen würde und auf der Flucht wäre, würde ich mich erstmal umschauen. Ja, hier ist ein Wasserfall und ein großer Teich. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass hier irgendein nettes Mädel badet. Ja. Gibt es doch aus dem Film. So eine Nixe oder was? Ach, jetzt gucke ich die ganze Zeit auf deinen Bildschirm. Ja. Das ist nett hier. Mal Abwechslung, eine Abwechslung. Hier, du wolltest doch. Du schwitzt doch. Was machst du mich hier nass? Was ist los? Wie geht das aus? Ja. Von wegen Schweiß und so. Können wir uns mal waschen, komm. Ich bin selber nass. Ja. Sieht so albern aus. Auf jeden Fall. Guck mal, jetzt beschwert er sich schon wieder. Keine Toilette. Keine Toilette, ja. Aber dafür viel, viel frische Luft. Und Fisch. Oh. Should be able to make a spear with this knife. So, was gibt's denn da? Ein Messerchen. Steht da vielleicht ein Radio? Ich mach mal ein Speer. Ich mach das Feuer mal aus, warte. Wir müssen Fische fangen, Feuer machen. Feuer entfachen. Ja. Schauen wir mal. Was brauche ich denn? Ach so. Ich boost mal ein bisschen. I need to get some firewood. Wo soll ich denn jetzt Feuerholz kriegen? Ach, hier. Ja. Ah, du bist schon unterwegs. Okay, Oma Zweige. Ja, toll, jetzt lege ich meinen Speer weg. Den nehme ich dann, warte mal. Toll. Guck mal. Meinst du, der liegt jetzt noch da? Tatsächlich. Ja. So. Ich bringe dir mit. Wo soll ich denn die hinstecken? Sehr witzig. So, Feuer. Ich schnitz noch ein Speer. Mach schon mal rein. Okay. Dann schnappe ich mir schon mal den hier. Just a little more. Was ist mit dem Feuer? Es brennt? Es brennt. Mhm. Okay, du passt auf das Feuer und ich gehe fischen. Was? Nicht, dass hier der ganze Wald abbrennt und die kleine Hütte. Das sieht eigentlich gemütlich aus, man. Gesundheit. Sorry, ja, danke. Ich würde sagen, man könnte sich auch erstmal ein bisschen da hinlegen. Aber nein, ich sehe, du bist hungrig. Geh mal andersrum, Mann. Was? Scheuch die mal. Wir müssen nur die ganz gegenseitig zuscheuchen. Ich kann ihn mal aufspießen. Ich kann jetzt gar nicht scheuchen. Wo ist er? Wo ist er? Ah. God damn it. Hast du einen? Nee. Was? Aber die kommt, die kommt. Ich wüsste noch hin. Au, ich habe einen. Hast du einen? Okay. Ja. Ja, das sieht gut aus. Dann scheuch mal zu mir hier. Ja, warte, ich komme. Kann ich nochmal scheuchen hier? Nee. Was? Aber ich kann da einfach mal langlaufen. Moment. Jetzt gehen sie, sind sie in die andere Richtung geschwommen. Das hat was von so einem Spa hier, ne? Ich habe mein Handtuch gar nicht dabei. Mm-mm. Du, passt auf. Ja. Ich glaube, das wäre jetzt schon eine Chance gewesen. Jetzt komm, hol mich. Na. Das gibt's doch nicht. Oh, ich bin so lahm. Ich kann nicht rennen hier mit dem Stock in der Hand. Läuft ein bisschen so, als hätte ein kaputtes Bein. Das gibt's doch nicht. Also, ich scheuche dich nochmal rüber. Achtung. Goddammit! Boah, du darfst nicht so fluchen, Mann. Muss das Gesicht. Ja, jetzt hab ich einen. Schrecken sich vor dir. Oh. So. Ein blindes Huhn. Schreckt auch mal einen Fisch. Ja, Kummel, du mal auf, du. So, achso, setzen. Okay. Ich komme dazu. Erstmal was futtern. Bisschen die Idylle genießen. Schmeckt dir der Fisch wieder nicht? Das ist ein Shit, man. Oh Gott. Well, you know, it is what it is. Yeah? Die schönen Blümchen. Da lag nicht lang genug in der Tiefkühlspur, konnte ich nachreifen. I'm good. So you're a tough guy, huh? Well, it's not like we have much of a choice here. Yeah. By the way, what are you in for? Something I didn't do.
So you're innocent, huh? Well, aren't we all? I'm innocent too, you know. Yeah, sure you are. What about family? You got any? Yeah. A wife. I hope. You? Me too. And a kid. Er hofft. Du hoffst, du hast eine Frau. Alice. Dass sie noch seine, meine Frau ist. Yeah, I hear you. That piece of shit Harvey's gonna get what he deserves, let me tell you that. So, let's go after him. Together. Look, Vincent, I need to know what your story with Harvey is. Okay? All right. I was a regular guy with a boring bank job. One day my brother brings in a new client, Harvey. Let me guess, money laundering. Yeah. Money was easy, but Harvey just kept coming in with more and more cash, and I couldn't handle it. It was too risky. So I told him I wanted out. He killed my brother as a warning. After that, I lost it. I planned on killing him. But the son of a bitch pinned it all on me. I was convicted for the murder of my own brother. Wow. That's fucking rough, man. Yeah. Sorry. So, what's your story with Harvey? He fucked me over, that's for sure. Maybe we're gonna... Wait, you hear that? Oh, shit. We're closing in. We gotta move. Ah, my fucking feet. Just suck it up. Don't worry about it, I got it. Hast du gehört? Ich soll's hochziehen, oder? Den Schmerz. Ja, werde ich wohl auch machen müssen. Ja, jetzt hatten sie ein bisschen Zeit zu quatschen. Wir haben ein bisschen erfahren, was Harvey so gemacht hat. Ja. Das hat eigentlich dieser Harvey Davidson, wovon sie alle reden. So, he used to work in a bank, der war jetzt schlecht. Figures. What are you flying? Well, how should I put it? You're kind of uptight. I'd rather be uptight than a loose cannon. Thanks for the compliment. You're welcome. You know what? What? You're actually the first guy who worked in a bank that I've talked to without a gun in my hand. Would you look at that? You're making progress, Leo. Ja. So, hier ist die Hütte, der Bauernhof. Soweit hatten wir in der letzten Aufnahme gespielt. Danach kommt wieder unbekanntes Terrain. Vincent, Terrain. See that house? Terrain. Let's check it out. So, und beim letzten Mal haben wir die zwei alten Leutchen da drinnen einfach überwältigt und gefesselt. Erzählt doch noch nicht so viel voraus. Warum? Lass uns doch noch mal einen Moment hier hinlaufen. Und diesmal entscheiden wir uns für die andere Variante, die wir dann noch nicht kennen. Schritt für Schritt. Kannst du dich noch entsinnen, hier in die, der tolle Blick hier in diese Hütte? Das sieht so richtig... Dieses Auto, ja. Bei dem Auto ist das Spiel abgekackt. Als wir das Auto startklar machen wollten. Ja, soweit so gut. Nur gut. Ja, du hast so, so einen kleinen Spoiler-Dialekt gerade mit drauf. Warte, ich helfe dir. So, wir machen ja jetzt was anderes, von daher. Ist das ja... Boah, jetzt habe ich erstmal wieder ein Spiel gespielt, wo man keinen Splitscreen hat. Jetzt muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, auf beiden Seiten ständig zu schauen. Ah. Was wolltest du sagen? Nichts. Das sind sie. Werde ich die Knarre schon bereit? Ich sehe als erstes die Kekse, du die Knarre. Don't you worry, honey. Those two fools come around here. Was ist das zu sagen? Get a taste of old Betsy. Hey, I say we take them out. Die zwei Fools sind da. Oh, couple, we can't do that. I don't mean it like that, man. I mean we tied them up or something. We really need to change clothes. We can't walk around like this. I don't like it. It's better to get them out of the house. What do you have in mind? See that barn over there? Yeah.
We release the horses. Release the horses. How's that gonna help? Trust me. They'll be forced to go get them back. I don't know, man.